Hi YouTube, was geht ab? Hier ist Nobi und ich begrüße euch hier auf meinem Channel. Ja, schön, dass ihr wieder bei mir seid. Leute, ich habe heute für euch das erste Gameplay-Material, was heute Nacht um 3 Uhr, heute Nacht um auf Twitch TV und zwar in der Live-Übertragung von PlayStation veröffentlicht wurde. Natürlich wurden dann noch viel mehr Sachen veröffentlicht. Link zu dem kompletten Video von PlayStation findet ihr unten. Das geht fast 2 Stunden. Super Spiele, also super Infos und Videos von Spielen sind mit dabei. Super Sachen, unter anderem auch ein paar Überraschungssachen. Leute, etwas Wunderbares ist passiert. Ich sag nur eins. Silent Hill ist tot, aber etwas Neues wurde geboren. Und ich hoffe, dass es dieses Mal klappt. Was total genial ist. Natürlich mit unseren... Naja, ich will nicht so viel verraten. Ich will nicht so viel voran. Auf jeden Fall ultra geil. So, zurück zum Video. Ja, eben waren wir gerade auf sowas mit einer Kommandozentrale in unserem eigenen großen Sternenkreuzer, wie man das Ding nennen darf. Und ich nehme mal stark an, dieser Kommandozentrale, an diesem Tisch, kriegt man sowas wie ein Briefing für die Mission, die wir hier im Story-Mode machen müssen. Ob es einen Koop-Modus gibt, habe ich jetzt nicht bemerkt, muss ich euch sagen, gell? Also man sieht nichts von einem Koop-Modus. Eventuell gibt es vielleicht noch die Möglichkeit, dass da noch ein zweiter, dritter, vierter Mann mitspielen darf. Sieht man aber nichts. Mir kommt das ganze Ding vor, als ob das wirklich auf Ding aufgebaut ist, auf einen Singleplayer-Modus, auf einen reinen Singleplayer-Modus. Aber warten wir mal ab, bis da mal echt die richtigen Infos kommen. Vielleicht bei der, also auf der E3 kommt nicht mehr viel mehr. Auf jeden Fall, eben hat man kurz gesehen, zum Einsteigen bitte Viereck drücken. Das heißt, PlayStation ist das hier. Wir sehen hier definitiv PlayStation-Grafik. Klar ist das jetzt hier wieder sowas wie eine Videosequenz, wobei man auch sagen muss, das ist eine Mischung aus Videosequenz eigentlich und wiederum Spiel. Also, ich finde die Grafik und ich finde auch die Details finde ich fantastisch gut gemacht. Wobei mir ein paar Sachen so komisch vorkommen, zum Beispiel der Droide hinten auf, weil dieser Kampfdrohne hinten auf dem Rücksitz sitzt, die ist mir ein bisschen was von Star Wars geklaut. Ist aber scheißegal, wenn der eine Kampfdrohne mit dabei hat, wo soll denn der sitzen? Soll der vorne auf der an der Schnauze vom Chat sich festkrallen oder was? Nee, klar, dass hinten auf dem Rücksitz sitzt, ist also scheißegal. Dann hier dieser Tunnel, das kommt mir ein bisschen vor wie Kampfstern Galactica, wenn die Kampfjets aus diesem Starttunnel rausgebrettert sind. So sieht es ein bisschen aus, aber wiederum, naja, wo sollen die sonst losfliegen? Sollen die etwa einsteigen oder sollen die einfach Tür aufgehen, raus, ins Raumschiff rein, Tür zufliegen, fort? Macht auch keinen Sinn. Habt ihr es eben auch gehört? Die haben mir, glaube ich, geknallt da unten. Ich guck gleich, wir machen jetzt das Video fertig. Ne, ich glaube, es hat nicht geknallt. Das muss einer gebremst haben oder was, egal. Ja, immer kurzer Schnitt. Da war ein kurzer Zweikampf, wenn man so nennen darf, dass er halt ein anderes Raumschiff gejagt hat und natürlich auch zerstört hat. Und jetzt steigt er aus. Und ich finde, ein paar richtig tolle Sachen sieht man auch hier. Das Ranfliegen und so, aussteigen, also richtig alles cool gemacht, gell. Ich finde es auch, dass man die Waffe hier sieht. Das finde ich auch geil gemacht. Nicht, dass man die Waffe sieht, sondern was es gibt mit der Waffe. Sie erinnert mich wirklich extrem an die M4A1 aus MW2 oder an die M27 aus BO2. Es gibt immer so ein Sturmgewehr, wo es sich wirklich ähnelt mit den alten Klassikern. Und habt ihr eben gerade gesehen, von der Seite, wie er das andere Visier genommen hat. Das ist auch sowas, das sind Details, wo vielen Leuten nicht aufgefallen sind. Er hat so, und das ist aus Battlefield ist das, aus Battlefield 4 war das, glaube ich, wurde das eingeführt. Da hatte man nochmal für die Sniper zum Beispiel oder für andere Waffen an der Seite nochmal ein kleines Visier, wo man anstatt ein großes Zielfernrohr hat, nur ein Echo-Visier, an der Seite nochmal das Visier hat. Und eben hat er Granaten geworfen. Leute, ich komme nicht mehr hinterher mit dem Video. Auf jeden Fall, die Granaten sind hochinteressant. Diese Granaten haben eigene Schubdüsen. Ich habe das Vermutung, weil die zweite Granate, wo er sich vom eben kurz gesehen, wo er in dieses Rohr reingelaufen ist, ich habe so das Gefühl, dass die sowas wie ein Zielsucher hat. Die müssen Zielsuchergranaten sein, aber wir sehen noch viel mehr, was echt interessant wird. Auf jeden Fall, jetzt stürmen wir erstmal die Brücke mit unserer Kampfdrohne. Ja, Sauerstoff geht raus, was drin ist, was lebendig ist, also was menschlich ist, stirbt natürlich, logischerweise. Kein Sauerstoff. Kein Mensch, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich weiß, sau blödes Wortspiel. Aber okay. Und unseren Druide oder unser Kampfdrohne, wie man das Ding nennen darf, der hackt jetzt die Brücke. Und haben jetzt somit das Schiff eigentlich theoretisch übernommen. Jetzt stürmen wir aber das Schiff, weil man scheinbar, es geht ja darum, das Schiff zu zerstören.
müssen wir jetzt einfach alle platt machen. Geben wir uns jetzt erstmal einen fetten Fight. Auf jeden Fall, er holt ein Nanoschild aus dem Arm raus. Und das finde ich zum Kotzen. Und jetzt wirft er gleich eine Granate. Und jetzt müsst ihr aufpassen. Guckt euch das bitte genau an. Er drückt, schmeißt die Granate und schaut, was passiert. Die Leute fangen an zu schweben. Und er kann es natürlich wunderbar erledigen, weil nämlich die Erdanziehungskraft in dem Sinn, die wird komplett, also die Anziehungskraft ist komplett weg. Und dann hier, das dauert einen Moment, bis wahrscheinlich die Wirkung nachlässt, dann fallen die alle runter. Und dann hat man da kurz das Nanoschild gesehen und wenn lebende Gegner kann natürlich das Nanoschild sehen und die werden rot angezeigt. Hier gibt es sich gerade einen Fight mit einer Kampfdrohne, mit einer gegnerischen. Na klar, killt sie natürlich ganz locker und ganz easy. Hier sieht man wieder Viereck drücken bitte, um vom Hangar die Schleuse zu öffnen. Und ja, wer jetzt natürlich definitiv keinen Raumanzug anhat, der hat jetzt echt gelitten, Brigitte. Wenn ich das sagen darf. Der ist jetzt voll im Arsch. Schon ziemlich übel, gell? Hier wieder unser Sturmgewehr. Echo-Quisier ist drauf, ein rechteckiges Echo-Quisier. Ich dachte mit der letzten, das haben wir doch glaube ich schon mal gehabt, gell? Und natürlich, sorry Leute, ich habe vergessen vorhin diesen Haken zu erwähnen. Den Haken verwendet er, um sich selbst schnell fortzubewegen, wie hier gerade runter zum Schiff oder um Gegner herzuziehen, um denen das Visier runterzureißen, um denen eine Ladung Semtex anzuheften oder einen Sprengsatz und denen dann einen Kick zu geben. Also wirklich saugeil gemacht. Das Einzige, was mich halt wirklich ankotzt, das ist das Nanoschild, weil ich habe Angst, dass dieses Nanoschild im Multiplayer auftaucht. Eventuell. Vielleicht aber auch nicht. Und ja, das Cover wurde gewechselt. Ein neues Cover ist jetzt da. Das haben wir gerade kurz gesehen, haben eben zum Schluss mit dem Datum. Das ist das neue Cover von der Hülle, von der Spielhülle. Finde ich auf jeden Fall viel besser gemacht. Und ja, Leute, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr Fragen habt, bitte ab in die Kommentare. Ich werde sie sehr gerne beantworten. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wisst Bescheid. Lasst doch ein Like hier und ein Abo. Ich bin raus. Bis dann, euer Novi. Tschüss. Target, ETA 60 seconds. Move!